Hallo, wieder einmal. Mein Name ist Gerhard Ochsenfeld. Mir war aufgefallen, dass ich trotz vieler Bildbeispiele und Gegenüberstellungen euch den ganz schnöden Vergleich der Schärfeleistung des Samyang 10mm f2.8 in Blendenabhängigkeit nicht geboten hatte. Das möchte ich nachholen. Ich selbst hatte das Samyang 10mm f2.8 Anfang März 2015 gekauft. Deshalb habe ich das Objektiv noch mit dem alten Schriftzug. Heute stellt Samyang sich mit diesem Logo dar. Vorab noch kurz, weil es für die 100% Ausschnitte wichtig ist. Dieses Video ist in 1920x1080 Pixeln angelegt. Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen und die Vignettierungen gegenüberstellen. Bei Offenblende sind die Abschattungen in den Ecken durchaus sehr deutlich. Von Blende 2.8 auf 4 geht es nur im vollen Blendenschritt, der dann aber auch schon viel behebt. Ab Blende 4.8 mögen die Vignettierungen noch eine Rolle spielen, zum Beispiel im sauberen und gleichmäßigen Himmel, aber wohl überwiegend nicht, und ab Blende 5.6 sind die Ergebnisse sauber. Zweitens aber, und nun zum Thema, der Schärfevergleich. Schon bei Offenblende ist das Samyang 10mm f2.8 durchaus überdurchschnittlich gut. Zwischen Blenden 4 und 9.5 ist das Objektiv schlicht sehr scharf, und bei Blenden 4.8, 5.6 und 6.7 ist es hervorstechend gut. Die Blenden 11 und 13 kann man nutzen, sollte man aber nicht gerade bevorzugen. Blende 16 und höher sollte man tunlichst nicht verwenden, außer es ist besser, als andernfalls gar nicht abgedrückt zu haben. Jedoch streicht diese kleinen Blendenöffnungen ohnehin aus dem Bewusstsein. Das ist ja keine Schwäche dieses Objektivs, sondern simple Physik, die für alle Objektive gilt. Nun sagt mir ruhig, das sei doch alles bloß verdammtes Pixelpeeping. Und ihr habt recht, wenn ihr eure Fotos ohnehin nur auf dem Bildschirm präsentiert. Aber wenn ihr Druckvorlagen für DIN A4 oder DIN A3 oder wenn ihr schöne Poster haben wollt oder haben müsst, dann macht die Detailwiedergabe den Unterschied aus, auf den es ankommt. Angenommen, jemand möchte dieses Rathaus abgelichtet haben. Und angenommen, dieser jemand ist sehr stolz auf die neue Glasskulptur, die das alte und all die Jahre immerhin so leidlich gepflegte Blumenbeet vor dem Rathaus abgelöst hat. Dann kommt ihr am lichten Tag noch einmal wieder und macht euren Schuss. Und nun kommt es sehr wohl auf die Details an. Da darf dann nämlich die gelbe Klinkerwand des Rathauses nicht einfach an den unscharfen Fugen vergrauen, sondern die Fugen sollten sich klar abzeichnen und der Charakter der Klinkerung sollte gut sichtbar hervortreten. Da gibt es dann so kleine Tricks in der Nachbearbeitung, um die Schärfe partiell zu erhöhen und auch den Kontrast etwas zu steigern. Ein bisschen mehr zum Thema der Detailverliebtheit gibt es demnächst in meinem Video zum Samyang 16mm f2.0 zu sehen, ebenfalls einem Objektiv speziell für APS-C-Sensoren. Also sage ich einmal ganz locker, bis zum nächsten Mal.